Willkommen, Trader, zur Morgenbesprechung hier am heutigen Donnerstag. Es ist Donnerstag, der 19.3. und wir starten hier pünktlich um 8.30 Uhr mit einem Blick in den S&P 500 und in die Währungspaare britisches Pfund, Kanadier und Euro, Neuseeland-Dollar. Sehr, sehr interessant. Viel Power wieder in den Märkten zurzeit. Das machen wir uns natürlich hier an dieser Stelle wieder zur Nutze. Vorher der Risikohinweis. In Gänze bitte zur Kenntnis nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit danke für die guten Morgengrüße hier an dieser Stelle und selbstverständlich auch die Einladung. Der ein oder andere Wunschmarkt kann von mir morgens immer analysiert werden. Das heißt, wer was auf dem Herzen hat, bitte rein in die Chats auf GoToWebinar oder auch hier bei uns auf Facebook. Und dann kann ich gerne den ein oder anderen Wunschmarkt noch mit abklären. Wir checken die Nachrichten. Eine sehr wichtige Nachricht kam heute Nacht beziehungsweise gestern Abend noch über die Ticker. Und zwar die Fed macht weitere Stützungsmaßnahmen im Bereich der Liquiditätserhaltung bei den Geldmarktfonds. Da gibt es ein neues Programm, was hier aufgelegt wird. Das Ganze ist dazu da, die Liquidität an den Märkten zu erhalten. Das Ganze kam heute Nacht, stößt ein bisschen auf positive Reaktionen an den Indizes. Das heißt, da schauen wir uns das Ganze auch im S&P 500 mal an, wie der Markt momentan drauf reagiert. Ansonsten heute hier wichtige Nachrichten mal kurz auf den Blick gebracht. Wir kriegen 9.30 Uhr den Zinsentscheid der SNB, also der Schweizer Notenbank. Der ist ja sozusagen schon eine ganze Weile bei minus 0,75, also deutlich tiefer als hier bei uns in Deutschland. Hier eine Prognose haben wir nicht. Mal schauen, was sie machen, aber auf alle Fälle gibt es danach noch die geldpolitische Lagebeurteilung der SNB und das wird wirklich sehr, sehr interessant. Am Nachmittag dann 13.30 Uhr, da gibt es aus den USA oder in den USA die Leistungsbilanz für das vierte Quartal, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, das ist sehr, sehr wichtig. Aber dann kommt was Hochinteressantes und zwar bekommen wir den Philly Fed Herstellungsindex und das ist ein Gradmesser, weil der kommt jetzt vom Monat März. Und schaut euch mal an, was hier passiert. Der letzte Bericht hatte einen Wert von 36,7. Schaut die Prognose an. Ist doch krass, oder? Ein Riesenabschlag. Ich bin mal wirklich gespannt, was hier geliefert wird. Hier werden wir definitiv erste Auswirkungen der Corona-Krise sehen. Und aus diesem Grund ist das sehr, sehr, sehr wichtig. Gibt im gleichen Zusammenhang auch noch den Philly Fed Beschäftigungs- oder die Philly Fed Beschäftigungsdaten. Und aus Kanada bekommen wir am Nachmittag noch um 13.30 Uhr auch den Preisindex für neue Häuser. Das deswegen, weil wir heute den Kanada mit auf der Uhr haben. Und damit schalten wir rüber zu den Charts an dieser Stelle. Jo, und hier muss ich sagen, Euro, Neuseeland, Dollar, das Teil macht einfach richtig viel Laune. Genauso wie der Australdollar, US-Dollar gestern auch viel, viel Laune gemacht hat im Trading. Ich hatte ja schon das ein oder andere Mal, ich muss den Chart mal ganz kurz zeigen, darauf angesprochen, was nach solchen Spikes, wie wir die vor kurzem gesehen haben, regelmäßig passiert. Ich sag immer wieder nur, Storybook, Leute, schreibt euch sowas auf. Ich mache mal den Chart gerade eben noch groß hier. Schreibt euch sowas auf, das darf euch nicht verloren gehen, damit ihr wisst, was in solchen Situationen gemacht werden soll oder darf. Hier, guckt euch das mal an, was wir hier gestern gesehen haben, Australdollar, US-Dollar, hier, zack, Moment, kleinen Augenblick, muss mal kurz auf den Tag gehen, hier, schaut euch das mal an, was hier unten rauskam, wir haben es gesehen, wir haben es hier auch besprochen, diese alten Tiefs an diesen Bereichen, wo wir hier auf Monatsbasis gucken konnten, was denn hier passiert ist, schaut mal, hier haben wir geguckt, da ist der Bruch unten rausgekommen, unter diesem Widerstand mit einer gewaltigen, enormen Dynamik geht das Ganze hier nach unten und sowas darf man einfach als Händler nicht verpassen. Wir sprechen ja hier nicht umsonst darüber und das sind die Dinge, die momentan wirklich sehr, sehr, sehr gut laufen. Die Spikes haben geholfen, wichtige, sage ich mal, Ausbruchslevel sind momentan auch stark im Fokus. Da müssen wir als Händler drauf schauen. Und das machen wir jetzt beispielsweise hier mal im Währungspaar Euro-Neuseeland-Dollar an sich. Wir sehen es auch hier, der Markt echt dynamisch nach oben. Und hier ist auch wieder so ein Beispiel dafür, hier an dieser Stelle mal mit Blick in den Monatschart, hier in den Tageschart vom Neuseeland-Dollar, also Euro-Neuseeland-Dollar. Und hier sehen wir,
Was ich meine, schaut, das war dieser Spiky Day. Danach kam der ordentliche Rücksetzer und schaut mal, hier hat sich direkt der Aufwärtstrend gebildet und der Markt läuft dort oben ran, einfach schnurstracks gerade nach oben. Und hier oben kam dann auch noch der ordentliche Ausbruch, der Schub nach oben. Wir sind jetzt ins Hoch gelaufen bei 1,99,27 und der Rückgang, den wir jetzt haben, der bringt uns durchaus auch die Chance, oben weiter rauszulaufen. Und dass das Ganze tradebar ist, sieht man halt auch hier. Schaut euch das mal an. Hier war nochmal das Verharren, das ist das hier unten gewesen. Schön, ein schönes Dreieck hier, der Ausbruch oben drüber. Nochmal kurz ein Retest des Ausbruchslevels und dann bäm, ging es nach oben. Und auch hier an diesem alten Spike hoch, allzu alt ist es ja noch nicht, also am Spike hoch hier drüben an dieser Stelle, ich mache mal kurz die Zahl in den Vordergrund, damit wir es sehen können, da ging der Markt nicht etwa wieder zurück, sondern wir sind direkt oben drüber raufgelaufen. Jetzt sind wir hier in der korrektiven Phase. Kleines Marktgeschenk, das geht auch relativ flott. Wir sehen es hier im Stundenchart, ein paar Stunden über Nacht ging es abwärts. Getestet wurde jetzt erst einmal hier das Level um die 1,91, also hier oben der Ausbruchsbereich, der wurde jetzt getestet. Test ist bestanden. Hier an dieser Stelle werden jetzt zwei Dinge opportun. Das eine, hoffentlich langweilig jetzt nicht, aber wie immer, ein Bruch unten drunter. Das heißt, hier kurz Luft holen, dann Schub nach unten. Wenn wir da schauen, wo Anlaufbereiche sind, ganz klar, wenn wir uns diesen Trend mal anschauen, auf alle Fälle hier dieses alte Ausbruchslevel um die 1,86, das hat ja hier schon mal gehalten. Wenn es da drunter laufen sollte, hier haben wir untergeordnet noch einen kleinen Schwungbereich um die 1,83,1 und hier das aktuelle Trendtief hier unten um die 1,81,820. Was hier als kleiner Zwischenanlaufpunkt noch genommen werden kann, ist hier dieses Ausbruchslevel an dieser Marke hier um die 1,88 rum, ein bisschen in diesem Dreh. Das kann man gerne auch noch auf der Uhr mithalten für einen Anlaufpunkt nach unten, wenn es überhaupt so weit kommt, dass der Markt so tief runterläuft. Wenn es nicht tut, dann würde ich jetzt ganz gerne mal noch den Weg nach oben beschreiten. Das heißt, sollten wir hier an diesem Unterstützungsniveau hier am Spike hoch tatsächlich jetzt die Umkehr gesehen haben, gucken wir uns das Ganze mal in den kleineren Zeiteinheiten an. Das heißt, ich schalte einfach mal ganz kurz rum hier an dieser Stelle in den 5-Minuten-Chart. Das ist an dieser Stelle sehr, sehr wichtig, weil wir hier in diesem Bereich natürlich sehen, wann es wieder nach oben geht. Und hier sehen wir es. Ich mache mal kurz den Zeitrahmen rein. Der Markt ist schön deutlich nach oben gelaufen. Hier sind wir unter das Bewegungstief gegangen. Das heißt, der Markt hat das Ganze hier gebrochen. Wir sind jetzt hier aktuell abwärts gerichtet. Aber, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, schaut mal, wir sind hier unten abgeprallt. Schön weit nach oben gelaufen. Wenn wir mal sehen, in welchem Bereich wir reingelaufen sind, hier genau in diesen alten kleinen Ausbruchsbereich, also diese Marken findet man durchaus auch im 5-Minuten-Chart. Und was sich hier jetzt durchaus ergeben könnte, ja, und das ist jetzt Markt lesen, einfach um zu sehen, was losgeht. Klar, wir haben hier eine Umkehrkerze gehabt, heißt, dieser Trend hier unten setzt sich fort, nach unten hin, die Wahrscheinlichkeit ist gut und gerne da. Das ist das eine Szenario im kleinen Bereich. Also noch einmal ein Retest dieses Bereichs hier unten am alten Ausbruchlevel. Und wenn das nicht hält, dann kommt wirklich das Ganze in Gang, dass wir tatsächlich unten drunter reinrutschen und die Korrektur nach unten ausbauen. Das ist das eine. Das Zweite, was sich im Sinne der übergeordneten Aufwärtsdynamik allerdings auch ergeben kann, ist, und das ist halt immer wieder, wenn wir solche langen, langen Kerzen haben, der Fall, dass wir im untergeordneten Bereich, also in dem Kontext jetzt hier im 5-Minuten-Chart, dass wir da eine Umkehr sehen. Und schaut euch mal an, was hier passiert. Man kann ja das Ganze auch von der reinen Szenarioplanung so sehen, dass wir hier momentan eine schöne Flagge haben. Und wenn diese Flagge sich vor diesem Tief hier nach oben auflöst, dann haben wir die Chance, tatsächlich hier einen kleinen, einen Aufwärtstrend zu bilden. Und dieser Ausbruch würde dann im Endeffekt das darstellen, was wir nennen als Umkehr der Nachfrage in den kleinsten Zeiteinheiten. Das könnte dann für eine Trendentstehung auf Aufwärtsbasis sorgen. Und damit laufen die 5 Minuten nach oben. Und was wäre das dann mit Blick in den Stundenchart? Ganz klar, das wäre die bestätigte Umkehr der Bewegung und dann laufen wir schon wieder in den oberen Bereich hinein, nehmen diesen Widerstand hier raus, den wir gerade im 5-Minuten-Chart auch gut sehen konnten. Also hier oben um die Marke, hier ganz grob, hier um diesen Bereich herum, nicht auf den Cent oder beziehungsweise auf die kleinste Nachkommastelle festlegen. Also hier die 1,95,1 in etwa. Dieser Bereich, der wäre dann echt interessant. Und als Anlaufpunkte zur Oberseite sehen wir dann hier diesen Schwungbereich hier oben erst einmal locker bei 1,96,9. Und dann können wir schon hier oben die Oberseite entsprechend reinlaufen lassen und den Markt nach oben durchtraden. Das sehen wir hier an diesen Punkten gerne und immer wieder.
bleibt sehr, sehr spannend hier im Euro-Neuseeland-Dollar. Das dazu. Und damit würde ich sagen, machen wir hier weiter mit dem nächsten Chart. Ich muss bloß mal ganz kurz schauen. Ich sehe gerade, dass mir Facebook sagt, mein Live-Video ist zu Ende. Ich muss mal ganz kurz hier auf Fertig klicken und muss mal noch ein zweites Video einstellen. Kurzen Augenblick. So, machen wir das gleich nochmal durch hier. Manchmal ist die Technik tricky, aber es ist gut zu wissen, wenn man weiß, wie es geht. Ich hoffe, dass es gleich weitergeht. So, jetzt. Gut, schauen wir mal, ob Facebook gleich wieder geht. Wenn ja, dann machen wir direkt weiter. Bitte entschuldigen, Lucy, die kurze Pause an dieser Stelle. Ich hoffe, es läuft gleich durch. Manchmal ist Facebook ein bisschen, ja, fehleranfällig. Gestern konnte ich auch meinen Blog nicht gleich sozusagen reinbringen. Das heißt an dieser Stelle, Facebook scheint gerade nicht wirklich streamen zu wollen. Das heißt, wir machen einfach weiter. Ich lade das Video ja nachher entsprechend auch noch hoch. Wir machen weiter hier mit dem Blick in die nächste Währung. Das heißt, wir schauen jetzt hier in das Währungspaar britisches Pfund, kanadisches Dollar. Auch hier zuerst einmal der Blick in die Großwetterlage, wie man das so schön sagt. Großwetterlage heißt hier, wir gucken uns mal das Geschehen an dieser Stelle hier im Tageschart an und da sehen wir eins ganz, ganz klar. Wir haben hier einen Aufwärtstrend, dessen letztes Korrekturtief hier unten um die Marke von 1,69, 1,90 unterschritten worden ist. Hier unten, wir sehen es, da sind wir drunter gelaufen mit ordentlich Dynamik. Wir haben auch den Widerstand, die Unterstützung hier ebenfalls um die 1,673 deutlich unterschritten. Wir haben das Zwischentief bei 1,6589 hier gehabt im heutigen Handelsverlauf in der Nachtsession. Sozusagen sind wir hier unten reingelaufen. Jetzt wird es interessant, wie es weitergeht. Die Unterseite zeigt uns jetzt deutliches Potenzial. Wir haben den letzten Widerstand hier auch rausgenommen. Die letzte Unterstützung heißt, wir haben jetzt viel, viel Luft nach unten. Sollten wir tatsächlich wieder unten drunter durchlaufen und das aktuelle Tagestief, ist der Weg erstmal relativ frei hier ins nächste Unterstützungslevel. Hier haben wir ja im Aufwärtstrend, im alten Aufwärtstrend ein Kauflevel gehabt. Hier um die Marke von 1,619. Das mag unter Umständen der nächste Auffangbereich sein. Kurz drüber gibt es auch noch hier einen kleinen Haken, als sich dieser Bewegungstrend hier gebildet hat. An dieser Stelle die 1,62,350 ist da noch interessant. Ansonsten, wie schon gesagt, müssen wir beachten, wie sich das Ganze auf Tagesbasis aushält. Wir sind ja hier um dieses Band erst einmal wieder zum Stehen gekommen. Wir haben zwar immer die tieferen Kurse gesucht, aber der Markt schnäpste immer wieder ein Stück weit zurück. Und wir sehen es auch hier, dieses aktuelle Ausbruchslevel hier, also der Widerstand mittlerweile um die 1,69, knapp 2, der ist ein Widerstand. Hier lutschen wir schon mal ganz kurz wieder oben dran. Schaffen wir es tatsächlich, oben drüber zu springen, also übers Tageshoch von heute hier, über diese Marke, die wir hier oben haben, dann haben wir die Chance auf eine Ausdehnung der Korrektur zur Überseite. Und wenn wir uns da mal den Trendverlauf, den Untergeordneten anschauen, dann sehen wir hier an diesem Punkt hier oben, da ist das letzte Korrekturhoch bei 1,7262. Das wäre mal ein Anlaufpunkt, wenn wir es tatsächlich schaffen, über diesen Widerstand hier drüber zu laufen. Schaffen wir es nicht, wie schon gesagt, dann kommt die Unterseite zum Tragen an dieser Stelle. Und da gucken wir uns jetzt gerne mal noch die Stunde an, weil wir sehen in der Stunde momentan natürlich die korrektive Phase, wie sie begonnen hat an dieser Stelle. Da sehen wir noch nicht so richtig Kaufdynamik drinnen, eher so ein Seitwärtshangeln hin und her zwischen sozusagen dem Support unten bei 1,673 und hier oben drinnen hier. Der Widerstand bei 1,69, knapp 2. Das ist das Hin- und Herschwingen. Bricht es drüber, wie schon gesagt, dann sehen wir hier im Stundentrend den Abwärtsverlauf. Ich mache den mal ganz kurz raus hier an dieser Stelle. Das heißt, wir sehen hier schön
den Abwärtstrend am Laufen. Das sollte man lesen können. Und wie schon gesagt, sollte hier tatsächlich eine tiefere Korrektur stattfinden der letzten Bewegung. Die letzte Bewegung hat ja hier oben gestartet und ist bis hier runter gelaufen. Das wäre dann mal die Maßnahme zu sagen, dann haben wir eine Chance, oben dran zu laufen. Wenn es in eine extreme, ausgedehnte Bewegung geht, dann bricht natürlich hier der Stundentrend und dann können wir uns weiter nach oben orientieren an den Swing Highs sozusagen. Und da wäre der nächste Hochpunkt hier die 1,754. Muss man mal schauen, ob man überhaupt bis dort hochlaufen wird. Das wird sich zeigen. Auf alle Fälle sehen wir hier den Markt momentan in einer verharrenden Situation. Und wenn sich die auflöst, wie schon gesagt, haben wir jetzt auch beide Richtungen gesprochen. Und beides macht an dieser Stelle definitiv auch Sinn, auf der Uhr zu haben. Und damit wechseln wir noch rüber zum Indexbereich. Und zwar schauen wir jetzt auf den US-Index, den S&P 500 an dieser Stelle. Wie schon gesagt, der zieht momentan so ein bisschen an. Wir gucken uns das Ganze mal eben noch auf Tagesbasis an, bevor wir hier die kleine Seite beleuchten. Hier sehen wir mal das ganze Ausmaß des starken Kursrückganges hier an dieser Stelle und schaut einmal, wo wir momentan hier an diesem Punkt stehen. Wir sind hier aktuell immer nach unten gelaufen und wir haben in den letzten Tagen immer mal wieder so ein Paradebeispiel von klassisch Marktverhalten, was sich immer wieder wiederholt. Und zwar sehen wir zwar fallende Hochkurse, sehen wir ja hier die Tageshochs, die fallen weiter ab, aber was wir auch sehen, es gibt immer wieder ordentliche Korrekturen von den Tagestiefs. Ne? Der Markt schiebt sich so Stück für Stück nach unten und dann gibt es immer wieder die Kursschübe auch nach oben. Und das macht das Ganze interessant, wo der Markt immer mal so ein bisschen Tiefs testet und dann nach unten rutscht und dann erstmal wieder so ein bisschen Luft holt. Aber dieses Gummiband wird nach unten immer weiter ausgedehnt, so wie so ein Ping-Pong-Ball, der immer flacher wird. Ja, das ist so das, was wir hier momentan sehen können. Wichtige Marken, die wir hier momentan haben, ist mal ganz klar das Tagestief von gestern hier an dem Bereich um die 2272-Punkte-Marke. Da ist auch der Bereich von heute im Tief in etwa gewesen, bricht das Ganze weg. Wäre mal der nächste Anlaufpunkt hier unten. Jetzt muss ich aber mal die Zeiteinheit wechseln, damit wir hier ein bisschen besser rankommen. Wäre dann der nächste Ausbruchsbereich. Den habe ich mir im Tageschart gesucht. Wartet mal kurz, den muss ich mal kurz. Ich hoffe, dass ich es hier finde, hier gleich ranfinde. So, hier, schaut mal, hier unten, also als wir diesen kleinen Hochschub gefunden haben, also klein, das war schon ein schöner Aufwärtstrend, den wir hier gehabt haben, aber hier ist an die Marke von 2230 ein Korrekturtief gewesen, ein Trendtief, ein Kaufbereich sozusagen. Möglicherweise hilft ja hier ein bisschen für Unterstützung zu sorgen, beziehungsweise den Markt in den Fokus zu nehmen. Das müssen wir so ein bisschen abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal ein bisschen im kleinen Bereich an. Das heißt, ich schalte hier einfach mal in den Stundenchart rein. Und da sehen wir momentan im großen Bild, wie schon gesagt, hier, ich habe es gestern schön auch tagsüber beobachtet, wir haben hier einen größeren Schwungbereich hier um die Marke zwischen 2565 auf der Oberseite. Und dann hatten wir das Tief hier unten bei 2360 Zählern. Das war mal ein Schwungbereich, wo der Markt immer wieder hin und her getestet ist und unten diese Linie angetestet haben, die wir im Tageschart schön gesehen haben. Gucken wir uns das Gesamtbild hier mal an, diesen aktuell laufenden Abwärtstrend, dann können wir halt konstatieren, der läuft hier runter, ist bis hier raufgelaufen sozusagen. Hoppala, Leute, das muss ich mal in Rot machen. Wir haben ja hier entsprechend einen Abwärtstrend am Laufen. Dann gab es die Korrektur hier oben rein. Das ist das aktuelle Korrekturhoch hier oben. Und dann gab es sozusagen die Bewegung nach unten. Und all das, was wir jetzt hier sehen, ist nicht etwa der Beginn einer neuen Bullenmarktphase. Nein, Leute, das ist nur die Korrektur im bestehenden Abwärtstrend. Und die kann durchaus auch höher laufen. Ja, die kann erst einmal hier mit dem Stundenchart tiefer in die Korrektur reinlaufen. Das heißt, ohne weiteres mal das Zwischenhoch hier um die 2565 Zähler anlaufen. Ohne Probleme, ohne diesen Abwärtstrend. Abwärtsdruck rauszunehmen. Das kann ja sein, das muss man auf der Uhr haben. Und diejenigen, die sich sagen, wir wollen immer schön die Short-Seite bespielen, für die wird es natürlich interessant, wie es hier weitergeht. Warum? Wir sind hier leicht vor dem Tief gedreht, haben jetzt hier oben einen kleinen Zwischenstoppbereich eingelegt, um die 2462-Punkte-Marke. Stoßen wir hier ab, sieht es wieder deutlich bärisch aus, laufen wir drüber, dann ganz, ganz kurzfristig. Dann kommen wieder im kurzfristigen Bereich ein paar, sage ich mal, Long-Trading-Möglichkeiten rein, weil dann haben wir kurzfristig hier mal einen Aufwärtstrend am Laufen und der könnte dann durchaus hier in die tiefere Korrektur des Stundentrends reinlaufen und hier die 2565-Punkte-Marke mit ins Visier nehmen. Das muss man immer wieder auf der Uhr haben, auf alle Fälle ganz genau hinschauen und sich an den richtigen Stellen auf die Lauer legen. Und was in den letzten Tagen immer, oder in den letzten Wochen kann man fast sagen, immer gut funktioniert hat, ist,
oben zu verkaufen und unten Einstiege zu suchen. Ja, das sind wichtige Marker, was in den letzten Wochen immer relativ gut und solide funktioniert hat. Und solange, wie man diesen Kontext hat, macht es halt einfach Sinn, sich genau an diesen Stellen am Markt auf die Lauer zu legen und das Ganze entsprechend dann in den eigenen Trades mit umzusetzen. Damit schaue ich nochmal in die Fragen rein. Fragen habe ich heute keine. Das wundert mich ein bisschen in der Marktphase, die wir momentan haben. Aber hey Leute, wenn ihr keine Fragen habt, dann ist es so, wer welche hat, bitte nicht scheu sein. Fragt einfach. Wir können den einen oder anderen Wunschmarkt hier gerne analysieren. Heute haben wir nichts. Das heißt, an dieser Stelle sage ich danke für die Zeit hier. Ich hoffe, es war wieder sehr, sehr interessant. Der ein oder andere konnte was mitnehmen. Ich sage tschüss, bis morgen. Handelssession geht gleich los. Allen gute Trades und dann bis zur nächsten Session. 8:30 Uhr geht es dann los. Morgen ist übrigens Freitag. Da machen wir den großen Index-Check. Das heißt, da gucken wir jetzt nicht nur auf so eine kleine Handelsidee hier im S&P 500, sondern wir gucken uns den DAX auch mal genauer an. Wenn ihr oder Sie mögen, gerne auch mal den Dow oder den Nasdaq. Wir können auch aufs Gold schauen. Also da ist die Türe wirklich offen. Nehmt das bitte zur Kenntnis und lasst euch hier gerne auch das ein oder andere erklären. Ansonsten großer Nachrichtencheck. Wir ordnen mal die aktuelle Lage ein und dann müssen wir mal sehen, wie wir morgen dazu kommen. Vielleicht sage ich auch das ein oder andere zu dem Thema erfolgreich traden mit Panik-Gaps oder beziehungsweise in panischen Situationen. Gaps gibt es ja in den Währungen nicht so oft. Das heißt, in panischen Situationen dort Trading-Ansätze zu finden. Wir müssen mal schauen. Momentan ist einfach so viel los, dass ich gar nicht weiß, wo ich hier hinfassen soll. Von der Seite her sind wir da offen. Es gibt morgen aber auf alle Fälle wieder einen Bezug zum Markt. Wir schauen auch mal, wie ein Boden gefunden werden kann, wie sowas ausschaut in den Indizes. Das alles morgen nach der Marktbesprechung. Ich freue mich drauf und dann sage ich allen gute Trades und bis morgen. Tschüss.